So, schönen guten Abend, hallo zusammen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel zwischen Eintracht Frankfurt und Hertha BSC. Ein 2:1-Sieg für die Berliner Gäste vor 32.000 Zuschauern im Deutsche Bank Park. Begrüßt die Vertreterinnen und Vertreter der Presse und natürlich auch beide Cheftrainer, Paul Dardai von Hertha BSC und Oliver Glasner von Eintracht Frankfurt. Herr Dardai, Glückwunsch zum Sieg, bitte um Ihr Statement zum heutigen Spiel. Danke, erstmal Glückwunsch an die Jungs und auch an den Trainerstab komplett, weil ich habe gut ausgenutzt die letzten zwei Wochen und eine perfekte erste Halbzeit gespielt, die Mannschaft. Und auch was mit Mittelfeldpressing zu tun, auch gegen die Ball agieren, nicht nur nach hinten fallen, auch taktische Disziplin, auch Umschaltmomente, auch gute Konteraktionen. Praktisch kann man sagen, die erste Halbzeit war perfekt, solltest du. Ich will keiner hier irgendwie unnötig so etwas sagen, aber so 3-0 reingehen und das zu genießen einfach. Ja? Und zweite Halbzeit raus, konnten 5-2, alle glücklich. Nein, bei uns ist 1-0. Wir haben die Jungs wach gehalten. Wir haben gesagt, kommt die Druckphase von Frankfurt sicher. Da haben wir ein paar Szenen gezeigt. Was ist, wenn wir nicht aktiv genug sind? Was ist, wenn wir aktiv sind? Haben wir die Jungs vorbereitet. Vielleicht Kollege stellt um zur Viererkette. Ja, versucht die Analyse auszunutzen. Gehen wir raus und genau so, Frankfurt spielt alles oder nichts. So ganz große Torschance haben sie nicht gehabt, aber Druck. Und meine Jungs, Gott sei Dank, erstmal, was ich im Training sehe, gutes Passspiel, die sind ruhig geblieben und dadurch kommt auch die einfache Konteraktion. Ein guter Pass von Maxi Mittelstädt, Eckelenkamp knipst 2-0. Eigentlich sollte die Mann dieses Spiel beenden und nach Hause gehen. Und dann kommt der unnötige Elfmeter, haben die Stadion geweckt, die Frankfurt geweckt. Und dann Respekt an die Jungs, weil das war dann ein Kampfgeist. Ja? Dann haben sie gefightet, haben sie ja, dann ein Spiel entwickelt, ein bisschen Top und Flop von beiden Mannschaften. Wir wollten kontern, Frankfurt Ausgleich machen, aber trotzdem meine Gefühle nach dem Spiel kann ich ruhig sagen, das war heute ein verdienter Sieg. Und danke für die Jungs, für die taktische Disziplin, weil dafür bin ich immer verrückt. Und schön, dass wir diese zwei Wochen so ausgenutzt haben und die haben toll gefightet. Kann nicht meinen Spieler sagen, er war die Beste. Auch alle, die reingekommen, haben sie gut mitgemacht und wir sind sehr glücklich. Danke. Dankeschön, Herr Dardai. Oliver, bitte um dein Statement. Ja, Gratulation zuerst an Paul und an Hertha zu, auch aus meiner Sicht, einem verdienten Sieg hier bei uns. Bin heute und wir alle sind heute sehr enttäuscht, nicht nur über das Ergebnis, sondern auch über die Leistung. Speziell erste Halbzeit war eigentlich gar nichts von dem, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren viel zu fehleranfällig im Spielaufbau. Es war halt, wir konnten uns vorne nicht wirklich durchsetzen. Wir hatten ganz, ganz einfache Ballverluste. Wir haben nicht das gemacht, was wir uns vorgenommen haben. Wir waren mit unseren Außen, so Dreierkette mit den Außen viel zu hoch. Das waren rechts und links außen. Jeder Ballverlust war dann mit Flanke und wir hatten Probleme im Zentrum. So viel fällt das Tor. Nach dem Einwurf viel zu billig, Überzahl im Zentrum und wir attackieren den Ball nicht nach vorne. Wie gesagt, gefühlt jedes Duell verloren und ja, völlig verdient. Im Rückstand, dann zweite Halbzeit, ja, dann haben wir etwas mehr Druck gemacht, aber auch aus meiner Sicht zu einfältig. So, wir spielen dann halt, so jetzt vom Gefühl her, spielen wir halt raus auf Filip Kostic und der soll flanken und dann wird schon was entstehen. Und das ist halt dann einfach zu wenig. Und ja, und auch wenn bei dem Konter, da war eigentlich so eine Druckphase von uns und dann ist ja ein guter Ball von außen, aber wir nehmen den Laufweg hinten einfach nicht wieder mit auf. Das haben wir auch schon oft gezeigt, dass wir hier den Ball hinter die Kette verteidigen müssen. Es war eine ähnliche Situation gegen Köln vor der Halbzeit, wo Andersen vorbeirutscht und Evan auch diesen Laufweg nicht mitmacht und hier wieder nicht. Und dann ist 2-0 und dann war es eigentlich fast vorbei. Muss man auch sagen, dann hat uns Hertha wieder zurück ins Spiel gebracht mit einem glücklichen Elfmeter für uns und dann haben die Jungs haben alles probiert, aber es war heute einfach, hat die Leistung nicht gereicht, um hier einen Punkt mitzunehmen und deswegen ja, ist Hertha heute ein völlig verdienter Sieger. Dankeschön, Oliver. Eure Fragen bitte an die beiden Trainer. Starten mit Sonja Pahl von Hitradio FFH. Ja, Herr Glasner, da muss ich natürlich nachhaken und fragen, können Sie sich das in irgendeiner Form erklären? Ich meine, eigentlich die Voraussetzungen waren ja erstmal auf den ersten Blick ganz gut. Man hatte zwei Siege im Hinterkopf, man hatte hier die Zuschauer mal wieder ein bisschen mehr, schönes Wetter. Was war jetzt der Grund, warum das so in die Hose gegangen ist aus Ihrer Sicht? Ja, den genauen Grund, den weiß ich jetzt nicht. Also wir haben uns auch nicht so vorgenommen, wie es gelaufen ist heute, aber wir haben es halt nicht auf den Platz bekommen.
Das für uns, und jetzt müssen wir auch mal sehr, sehr ehrlich sein, ja, dass wir jetzt gegen eine Mannschaft, die dann so ja, Mittelfeldpressing spielt oder vielleicht sogar noch ein Stück weit defensiv, dass wir hier uns nicht in jedem Spiel 10 Hochkaräter erspielen. Das ist schon auch, das hat man gesehen in der heurigen Saison. Ja, und die beiden Siege waren in München aus einer sehr, sehr tiefen Position, halt über Konter und über eine Standard mit einem überragenden Kevin Trapp, und in Antwerpen war es in der 90. den Elfmeter. Also auch da, wir tun uns schwer, dass wir uns gegen einen defensiv gut organisierten organisierte Mannschaft, die dann auch sehr, sehr robust spielt, dass wir hier klare Torchancen erspielen. Das ist das Learning dieser Saison bisher. Da brauchen wir jetzt auch nicht um den Brei herumreden, das ist so. Und unsere Aufgabe, unsere ist halt, dass wir hier uns verbessern, dass wir hier uns, und was braucht es, um es zu verbessern? Ja, wir müssen einfach uns besser durchsetzen, wir müssen mal ein 1 gegen 1 gewinnen, wir müssen schneller spielen, ja, und wir brauchen Spieler. Und wenn ich dann die Statistik sehe, Raphael Borre, der kommt in der 60. rein, der ist gestern um 19:30 am Abend aus Südamerika gekommen und ist der, der die meisten Torschüsse bei uns hat. Dann kann ich aufhören zu sprechen. Bitte schön, der Kollege hier hinten. Glückwunsch zum Sieg. Marco Richter hat gerade im Fernsehen gesagt, dass die Idee mit dem Mittelfeldpressing auch aus der Mannschaft kam, dass ihr euch das gemeinsam erarbeitet habt bei der Videoanalyse. Kannst du nochmal beschreiben, wie das ablief? Du hast schon gesagt, in der Länderspielpause habt ihr viel diskutiert. Wie war das mit der Idee? Also die klassische Idee, das ist schon Freiburg-Spiel war schon da. Wir haben komplett umgestellt als Mannschaft. Die Block unserer Mannschaft war viel zu lang. Ja, die zwischen den Mannschaftsteilen brauchst du 8, maximal 10 Meter. Mehr schaffst du nicht. Ja, weil wenn dann der Gegner so viele Räume gibst, Bundesliga, dann hast du Probleme, bist nur unterwegs und dann gehst du kaputt. Kannst du nicht mal mit dem Ball anfangen, dann bist du müde, hast du Probleme. Und dann hat man jetzt deutlich geworden, auch mit vieler Analyse, auch manchmal wie Kindergarten, so gehen, wohin, was muss man machen und wie. Und natürlich danach auch Spielform dafür. Und ich bin die Fan davon, das musst du das Spiel mit Spiel aufbauen. Auch heute, wenn wir die Flanke sehen und auch von Maxi Mittelstadt, wie wir trainiert haben, die ganze Woche war aufgebaut. Und schön, wenn du so etwas siehst und schön, wenn die Jungs auch Vertrauen haben an die Sache. Und trotzdem, ja, heute, das ist schön, aber wir müssen weiter so arbeiten. Und das ist eine gemeinsame Arbeit. Ja, das gibt nicht nur Trainer, nicht nur Mannschaft, weil wir sind gemeinsam. Und dann gibt es immer so gute Laune. Ja? Heute bei der Rückreise, da kann man ein bisschen Spaß haben. Und am Dienstag geht wieder los, die Vorbereitung hier in Gladbach. Christopher Michel von Sport 1. Herr Glasner, Sie haben jetzt die Defizite aufgezählt. Und man kann ja davon ausgehen, dass die nächsten Gegner, die auch generell kommen, ähnlich agieren werden, weil sie ja auch wissen, wo die Probleme bei der Eintracht liegen. Heißt das jetzt auch erstmal tabellarisch, man muss immer den Blick drauf richten, geht erstmal der Blick nach unten oder blendet man das noch komplett aus? Ich schaue heute überhaupt nicht auf die Tabelle, weil wir haben am Donnerstag Olympiakos, also in der Europa League. Und dann heißt es jetzt, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Ja? Und das ist ja, muss man auch sagen, wenn du mit der Dreierkette so spielst, so fehleranfällig, dann hast du ein Problem in der Defensive, ja, weil dann hast du nur noch 3 Spieler zu verteidigen. Und da hatten wir heute große Probleme. Ja, alle Torchancen, das gleiche Muster, Flanke über außen und dann schlechte Boxverteidigung, zu weit weg von den Leuten. Aber klar, wenn deine Außen dann sehr, sehr hoch sind und dann noch einer der Dreierkette rausattackieren muss, dann hast du halt maximal 2 Spieler noch im Zentrum. Und dann die Qualität, dass Flanken kommen, die Qualität, dass gute Kopfballspieler sind. Ja, Piatek hätte ja das 2-0 machen können, gleiches Muster. Da heißt es einfach für uns, die Lehren daraus ziehen. Ist ja auch nicht so, dass wir das nicht besprechen. Aber wie gesagt, ich habe das in München angemerkt, als ich gesagt habe, Al-Mami hat ja fast rechts außen gespielt. Das konnten wir dann in der zweiten Halbzeit korrigieren. Und hatten wir genau die gleichen Probleme gegen 4-2-3-1. Wenn nicht der Flügel dann attackiert, dann ist halt der erste Umschaltspieler für den Gegner. Und da brauchen wir bessere Sicherungsmechanismen, vor allem auch viel mehr Disziplin, das einzuhalten. Am schönsten wäre es, wenn wir etwas weniger Fehler machen im eigenen Spielaufbau, dann wäre es auch ein Stück weit einfacher. Aber wie gesagt, heute war es so. Wichtig ist, ich bin jetzt, denke ich, sehr, sehr kritisch mit uns und das ist auch wichtig. Wie ich gesagt habe, nach München, und das ist das letzte Mal, dass ich jetzt über Bayern rede, weil es 2 Wochen her ist. Ich
Ich weiß jetzt nicht, ob mich irgendjemand in den 2 Wochen in Frankfurt oder irgendjemand von uns nur feiern rumlaufen hat sehen. So war es nicht und so werden wir uns aber jetzt auch nicht verbarrikadieren die nächsten Tage, sondern wir werden das auch sehr, sehr sachlich analysieren, besprechen, unsere Lehren draus ziehen und dann ja, am Donnerstag versuchen besser zu machen, weil Olympiakos auch aus einem Mittelfeldpressing oder sogar noch weiter hinten steht und das konsequent macht und blitzschnell umschaltet und da müssen wir einfach bessere Lösungen den Jungs aufzeigen. Das ist unsere Aufgabe jetzt, ihnen auch da noch bessere Möglichkeiten an die Hand zu geben und vor allem auch bessere Absicherungsmechanismen. Nico Herold vom Hessischen Rundfunk. Ganz kurz zu den Umstellungen zur zweiten Halbzeit. Was waren Ihre Gedanken bei den Wechseln und was hat Ihnen da auch gefehlt in der ersten Halbzeit, dass Sie so viel wechseln mussten und umstellen mussten? Ja, es hat, haben wir eh alle gesehen, erste Halbzeit hat es einfach an vielen Sachen gefehlt und das war jetzt nicht an den beiden Spielern festzumachen. Also ist doch ganz klar, jetzt nichts, erste Halbzeit hat jetzt nichts mit Timmy Chandler und Jesper Lindström zu tun, sondern mit der gesamten Mannschaft. Und ja, wir haben überlegt, Paul gut umzustellen auf Viererkette. Haben halt die Thematik, dass gerade unser gelernter Linksverteidiger nicht zur Verfügung steht. Philipp Kostic spielt ja in der Dreierkette mehr links außen wie dahinter und jetzt Evan ist eher ein zentraler Spieler, hat man auch jetzt gemerkt, dass er, nachdem er jetzt doch ein bisschen verletzt war, vielleicht auch noch nicht bei 100% ist und deswegen haben wir gesagt, okay, wir lassen es zuerst mal dabei, haben dann aber im Laufe der Halbzeit umgestellt, sind dann auch all-in gegangen nach dem 0-2, aber hat nicht gereicht heute. Benjamin Heinrich von den Fußball-News. Hallo Herr Glasner, in Antwerpen war es noch so, da hat Paciencia Rafael Borre den Ball quasi nicht weggenommen, aber wollte den Elfmeter unbedingt schießen. Heute war es ähnlich. Gab es vorab denn eine andere Absprache oder haben die beiden sich wieder auf den Platz geeinigt? Damals haben sie sich nicht geeinigt, weil Rafa nicht mehr am Platz war. Und heute waren beide nicht von Beginn weg. Also heute wären Sam Lemmers und Jens-Peter Hauge die beiden Schützen gewesen. Die waren auch nicht mehr am Platz und deswegen haben sie sich das ausgemacht und Gonzalo hat ihn reingeschossen. Wir können ja nicht im Vorfeld 8 Elfmeterschützen bestimmen. Julian Franzke vom Kicker. Hallo Herr Glasner, auf der Tribüne hat man sich in der ersten Halbzeit gefragt, warum Sie nicht schon während des Spiels umstellen, vielleicht zur 30. Minute 1-2 Wechsel vornehmen, zur Viererkette umstellen, vorne vielleicht schon einen anderen Stürmer bringen, der mal die Bälle festmachen kann. Ist das was Sie als Trainer generell nicht gerne machen, weil es natürlich auch für die Spieler, die dann raus müssen, auch mal die Höchststrafe ist, wenn sie vor der Pause ausgewechselt werden? Oder wie sind da Ihre Überlegungen? Nein, habe das schon auch gemacht in meiner Karriere. Natürlich waren die Spieler nicht erfreut, aber ich bin ja nicht da, um für die Spieler nur Freude zu verbreiten, sondern ich bin dafür da, dass wir erfolgreich mit der Eintracht sind. Und das war nicht. Wir hatten die Überlegung, umzustellen auf eine Viererkette. Wie gesagt, das ist, ja, will da gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wir haben uns dann halt am Ende entschieden, das noch nicht zu machen und erst in der Halbzeit dann die Wechsel vorzunehmen. Jetzt kann man sagen, es war zu spät. Wenn wir verlieren, ist das auch völlig legitim und richtig. Wir haben halt so entschieden und am Ende des Tages bin ich und sind wir alle heute Schuld an dieser Niederlage. Also ich will das jetzt gar nicht auf die Spieler in keinster Weise abwälzen, sondern es war von uns allen einfach zu wenig, von mir auch. Hätte ich vielleicht auch ein Stück weit früher schon ins Spiel noch mehr eingreifen können. Sonja Pahl. Sie haben es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, aber wie gehen Sie denn dann jetzt die nächsten Tage an? Was muss jetzt passieren, damit es gegen Olympiakos wieder besser wird? Ja, wir werden morgen regenerieren mit den Spielern, die heute viel gespielt haben und mit den anderen halt trainieren. Kleine Gruppe, wie die letzten 2 Wochen auch. Und dann geben wir den Jungs am Montag frei, weil die halt auch, wie gesagt, von der Nationalmannschaft alle erst zurückgekommen sind. Und am Dienstag werden wir dieses Spiel analysieren und werden auch gleich das verbinden mit Vorschau auf Olympiakos, weil es ja schon wieder 2 Tage vorm Spiel. Andere Möglichkeit haben wir nicht. Und wir werden das bestmöglich nutzen mit diesen Schwerpunkten, die ich eben schon erwähnt habe. Ein Kollege aus Berlin, bitte.
Paul, du hast vor ein paar Wochen mal gesagt, dass sich die Mannschaft mit Fünferkette sicherer, wohler fühlt. Heute hat man den Eindruck, auch in Viererkette stehen sie stabil. Bist du froh? Ist das ein Fortschritt für dich? Oder seid ihr jetzt variabler für die nächsten Wochen, wenn ihr zwei gute Abwehrsysteme habt? Ich glaube, defensiv ist Bär schon mit die beide Taktik. Wir haben durchgegangen und sage ich nochmal, er hat der BSC bei den Transferende 5, 6, 7 Spieler, weiß nicht ganz genau, verloren und 5, 6, 7 dazugekommen. Und ich bin kein Zauberer, ja, das alles durchzugehen, das wieder in Einheit, wieder eine Kompaktheit beherrscht, ein Teamgeist beherrscht, das braucht seine Zeit. Ja. Wenn das nicht so wäre, so, dann jede Mannschaft würde in die Champions League spielen. Ja. Und dafür, wir haben die Zeit jetzt ausgenutzt und ob 5 oder 4, für uns ist gar kein Problem. Und deswegen waren wir auch vorbereitet, wenn heute die Gegner umstellt, was machen wir, wie tun wir das. Und eigentlich, ich wäre froh sein zu sagen, wir haben kein Standardtor kassiert, aber leider ist das auch ein Standardtor statistisch. Und wir sind erstmal froh, dass die Jungs in die Kabine, ja, was die da aufgebaut haben, ja, wenn du das hast, dann hast du solche Leistung. Ohne die hast du nicht. Letztes Jahr, habt ihr gesehen, ja, mit riesen Kader, mit sehr viel Geld, alles. Und Hertha BSC hat, nicht ich, nicht die Mannschaft, die liebe Gott hat in die Liga gehalten. Und jetzt bewegt etwas, macht Spaß, zum Training zu gehen. Ja, was die Bulba schreibt, sollen sie weiterschreiben. Aber bei uns beherrscht die Vertrauen und die gute Laune. Wenn einer das nie glaubt, dann kommen und sehen. Weil das ist so bei uns. Christopher Michel. Herr Glasner, vielleicht können Sie trotzdem noch mal aufzeigen, warum Daichi Hamada erst zur zweiten Halbzeit kam und die Frage auch zu denen, die gespielt haben, Lindström, Hauge und Lammers, wie groß auch die Geduld generell noch ist, weil man also von außen zumindest heute das Gefühl hatte, dass das bei den dreien eher ein Rückschritt wieder war zu dem, was man schon mal gesehen hatte. Ja, ich will jetzt nicht über einzelne Spieler hier oder über die Aufstellung. Ja, da gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Warum hat ein Almami nicht gespielt? Ja, weil er 10 Tage jetzt nicht trainiert hat. Warum hat ein Tuta nicht gespielt, der in München eine sehr, sehr gute Leistung gezeigt hat? Weil wir uns und speziell ich mich halt für diese Aufstellung entschieden habe. Und weil die Jungs einfach mit ihren Qualitäten, die sie haben, dazu in der Lage sind, heute auch ein besseres Spiel zu bringen. Es hat halt nicht geklappt. Und aber ich möchte jetzt nicht dann jede einzelne Position, könnten wir da jetzt durchgehen, warum, wieso, weshalb. Und war halt die Entscheidung so und haben dann in der Halbzeit versucht, nochmal frischen Schwung zu bringen. Die Spieler haben ja dann wieder alles versucht, ein bisschen zu wild in der einen oder anderen Situation, wie ich mir das wünsche, ja, ein bisschen zu wenig Spielkontrolle und deswegen ja, heute verloren. Markus Philipp vom Hessischen Rundfunk. Ja, Herr Glasner, wenn ich Sie richtig interpretiere, dann haben Sie auch ein bisschen die taktische Disziplin Ihrer Mannschaft heute bemängelt. Es sind ja aber auch verschiedene Systeme immer gewesen, die Sie jetzt in dieser Saison schon gespielt haben und das auch noch immer mit verschiedenen Spielern. Haben Sie vor, jetzt vielleicht irgendwann ein System zu etablieren, in dem die Mannschaft sich auch noch längerfristig dann darauf einstellen kann? Oder werden Sie immer so variabel agieren wollen, wie Sie es heute auch wieder getan haben? Ja, ich amüsiere mich gerade über die Frage, weil wir haben mit Dreierkette begonnen im 3-4-3 wie letztes Jahr, dann hat es nicht geklappt, dann haben wir Viererkette umgestellt, dann war die Viererkette schuld, dass Filip Kostic nicht mehr seine Stärken ausspielen kann und wir nur unentschieden spielen. Dann war die Fünferkette aber das Supersystem gegen Bayern München und heute war es wieder schlecht. Also von dem her, das schon oft gesagt, sorry für die Wortwahl, es ist scheißegal, in welchem System wir spielen. Ja? Es ist scheißegal, in welchem System wir spielen, wenn wir unsere Aufgaben nicht machen, ja? Wenn wir keine Staffelung haben, wenn wir, ob Viererkette, Fünferkette, ist egal. Ja? Wenn wir mit den Sechsern mit 5 Ballkontakten spielen im Zentrum, verlierst du den Ball in der Bundesliga, Punkt. Ob wir mit einem, mit 2 oder mit 6 Sechsern spielen, ist scheißegal. Ja? Und das müssen wir verbessern. Ja, und wir müssen halt, und das ist halt auch unsere Aufgabe, ja, natürlich haben wir eine offensive Waffe mit Filip Kostic, der de facto links außen spielt. Und unsere Aufgabe ist es, wie können wir diese Waffen in unser Spiel integrieren und trotzdem hinten den Raum sicherstellen. Ja, und das versuchen wir wie in München, indem wir in eine Reihe nach vorne schieben, weil wir wissen, hier kommt mega Qualität auf uns zu. Heute haben wir uns zugetraut, dass wir das auch mit der Dreierkette und eigentlich war abgesprochen, dass wir dann auf der rechten Seite ein bisschen zurückhaltender spielen. Das haben wir nicht gemacht und dann waren die drei oft alleine und die haben es halt nicht hinbekommen. Und das, wie gesagt, ist
die Umsetzung ist oft das Problem, nicht das System. Ja. Ich war relativ deutlich, denke ich. Ich war relativ deutlich in der Antwort, denke ich. Eine Frage an Paul Dardai. Luka Toussaint ist sehr kurzfristig ausgefallen. Kannst du sagen, wie schwerwiegend die Sprunggelenkprobleme sind? Jetzt bin ich wieder ehrlich. Ich muss sagen, ich habe damit nicht viel beschäftigt. Er hat sich verletzt den Donnerstag, dann hat zum Training gekommen, hat er versucht. Dann habe ich zu ihm empfohlen, also wenn du ein bisschen spürst, ich habe auch viele Sprunggelenkverletzungen gehabt, dann lieber die Wochenende pausieren und dann nicht etwas noch Schlimmeres zu machen. Und so eine richtige Enddiagnose von Doktor habe ich noch nicht, weil ich habe mit dem Spiel beschäftigt, ich habe mit anderen Sachen beschäftigt. Also morgen in Berlin, ich glaube 10 Uhr, oder Maxi? 10 Uhr. Ich kann solche Fragen stellen. Ich würde Antwort geben. Benjamin Heinrich mit der Abschlussfrage für heute. Herr Glasner, Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen, es ist keine Systemfrage, sondern es ist irgendwie auch eine Frage der Umsetzung. Und nichtsdestotrotz sind ja immer jetzt wenige Trainingseinheiten auch für Sie da. Länderspiele waren jetzt kommt wieder eine englische Woche, die Spieler haben frei. Wie gehen Sie denn mit dieser Dilemmasituation weiterhin um? Es ist ja für Sie als Trainer wahrscheinlich unfassbar schwierig, den Spielern was beizubringen, wenn sie kaum Trainingseinheiten haben oder die Spieler einfach nicht da sind. Vielleicht kippe ich mir heute einen hinter die Binde. Dann bekomme ich vielleicht eine Lösung. Nee, das ist, habe ich schon auch, wiederhole mich, ist unsere Aufgabe. Ja, ist unsere Aufgabe, hier Lösungen zu finden. Wir können die Spieler jetzt morgen und übermorgen nicht belasten, weil sonst haben wir halt bald sehr, sehr viele Verletzte. Und wir versuchen es halt so gut es geht über Videos mit der Mannschaft, mit Gruppen, mit einzelnen Spielern, aber auch da, ja, irgendwann werden die mal sagen, hey, lass mich in Ruhe, jetzt schon wieder, jetzt hat mir der Teamchef gerade 10 Tage irgendwas erzählt, völlig was anderes vielleicht wie du mir. Jetzt, aber das ist halt so, ja, und unsere Aufgabe ist es, hier Lösungen zu finden, bessere Abstimmungen zu finden. Was passt dann perfekt zu uns, ja, mit dieser Mannschaft, die wir zur Verfügung haben, mit diesem Kader, den wir zur Verfügung haben, haben. Und auch da bin ich sehr, sehr ehrlich, es ist nicht so, dass ich jetzt sage, pack, hier einen Stempel und so ist es, weil das ist für alle das Beste. Wir sind immer noch mittendrin, deswegen auch hier immer wieder auch die ein oder andere Veränderung und Anpassung, auch den Spielern, die wir hier bei uns haben. Und ja, wir haben es, wir haben jetzt nach 2 Monaten die erste Niederlage wieder eingesteckt und werden so wie davor sehr, sehr sachlich mit dem umgehen und versuchen, ja, das kann ich versprechen, dass wir hier alle sehr, sehr akribisch sind und auch da die Jungs sehr selbstkritisch sind, ja, sind ja auch alle angesäuert heute, dass die dann wieder mit vollem Elan auch im Training dabei sind. Gut, dann bedanken wir uns, wünschen unseren Gästen aus Berlin eine gute und sichere Heimreise und noch ein angenehmes Restwochenende. Dankeschön.